Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Hier ist die Firma Haustechnik Voßwinkel, heute von hinter der Wand. Guten Tag. Und es geht heute auch mal ausnahmsweise nicht um Wärmepumpen, sondern um die Weichwasseranlage der Firma BWT. Ihr Lieben, damit ihr mich auch wieder in voller Pracht seht, komme ich mal hinter unserem neuesten Ausstellungsstück bei uns in der Ausstellung hervor, damit ihr auch wieder was sehen könnt. Ich überlege mir kurz, wo ich mich hinstelle. Ich glaube am besten hier. Wie schon gesagt, heute geht es mal ausnahmsweise nicht um das Thema Wärmepumpe, Photovoltaik, Energiekrise und tralala, sondern heute geht es mal um das Thema Weichwasser. Also um die Frage, was man mit seinem Trinkwasser zu Hause tun kann, wie man die Qualität verbessern kann und wie man auch die Abnutzung quasi von Dingen im Haus entsprechend reduzieren kann. Wir haben hier, dank der tätigen Mitunterstützung der Firma BWT, eine Wand in der Ausstellung, auf der man mal eine Hausinstallation erkennen kann. Also mit einem Wasserfilter beginnend, den werdet ihr aus euren Häusern kennen, Wasserfilter, Quatsch, Wasserzähler, beginnend, ja, der Jens passt auf mich auf, genau. Dann Absperrung vor und hinter dem Zähler ist soweit auch normal. Dann kommt der viel beschriebene E1-Filter als Wasserfilter, als Grobpartikelfilter und entsprechend in Kombination mit einem Druckminderer. Haben wir auch schon ein Video zugemacht. Und dann kommt im Prinzip die Hausinstallation. Dann hat man so einen Verteiler mit so Abgängen. Teilweise, keine Ahnung, was das ist. Was ist das? Druckminderer. Ach, das ist ein externer Druckminderer, siehst du? Da wir den nie verbauen, kenne ich ihn ja nicht. Genau. Und dann hat man das, was man eben so kennt. Und hier drunter dann eine Kiste für das Thema Weichwasser. Worum geht's? Wenn ihr in euren Häusern oder in euren Wohnungen oder wie auch immer viel mit Kalk zu tun habt, Kalkflecken an Glasoberflächen in der Küche, wenn ihr so Kalkablagerungen an den Armaturen, an den Ausläufen habt, wenn ihr alle 2 Jahre eine neue Handbrause für eure Dusche braucht, weil die total verkalkt und total zugesetzt ist, dann liegt das möglicherweise daran, dass ihr relativ hartes Wasser habt. Was heißt hartes Wasser? Das Wasser in Deutschland oder die Wasserqualität in Deutschland, vielmehr der Kalkgehalt, wird unterteilt in Gradzahlen, Grad deutscher Härte, sagt man. Und das Wasser beginnt meistens irgendwo bei 3 oder 4 Grad deutscher Härte und geht aber teilweise dann eben auch bis weit in die 20er, also 20, 25 Grad und mehr, deutscher Härte nach oben. Damit drückt sich aus der Kalkgehalt im Wasser, also das, was letztlich eure Oberflächen verkalken lässt, eure Armaturen sich zusetzen lässt und was dafür sorgt, dass ihr Folgeschäden habt in eurem Haus. Wenn das extrem ist, wenn das viel ist, lohnt sich unter Umständen der Einsatz einer solchen Weichwasseranlage. Was macht diese Weichwasseranlage? Diese Weichwasseranlage gibt es entweder wie hier mit 2 Säulen oder mit 1 Säule, das ist ein preislicher Unterschied in der Anschaffung, reinigt im Prinzip das Wasser. Reinigt in dem Sinne ist ein bisschen falsch. Es tauscht den Kalk aus dem Wasser aus. Letztlich werden Calcium-Ionen, heißen sie, glaube ich, getauscht gegen Natrium-Ionen. Das geschieht mit Einsatz von Salz, von speziellem Salz, also entsprechend reinem Salz, was diesen Prozess entsprechend unterstützt. Es führt auch nicht dazu, dass das Wasser, was wir dann in der Anlage und danach eben an unserem Wasserhahn haben, nach Salz schmeckt. Das auch nicht, sondern das Harz hier drin wird entsprechend vorher immer durchgespült, sodass das salzhaltige Wasser in dieses Abwasser fließt, also in die Kanalisation und nicht zu euch nach oben kommt. Gleichwohl schmeckt das Wasser schon ein bisschen anders. Also der feine Gaumen nimmt das wahr, weil man mit dem Kalk eben auch Mineralien aus dem Trinkwasser rauszieht, was durchaus für einen neutraleren, für einen weniger Geschmack einfach sorgt. Ne? Sondern es schmeckt am Ende eben nicht nach nichts, aber auch nicht mehr so, wie normales Trinkwasser eben schmeckt. Aber das muss nicht unangenehm sein. Es gibt dennoch Menschen, die grundsätzlich die Qualität des Trinkwassers, was bei uns in den Leitungen fließt, zu schätzen wissen und die sich dann, das sieht man auch hier sehr schön, unmittelbar vor den Abgängen und Zuläufen wieder, ne, man sieht das hier, das Trinkwasser geht hier in die Kiste rein, kommt hier wieder raus und geht weiter. Und um das reine Trinkwasser, so wie es vorher war, weiter zu benutzen,
lassen sich manche Leute auch einen Bypass legen, der schon vor der Anlage nach oben weggeht und schließen dann dort zum Beispiel eine Zapfstelle an, um dort Trinkwasser tatsächlich zu gewinnen und nehmen das aufbereitete Wasser dann im Weiteren für Duschen, Badewannen, Klos oder was auch immer und nicht fürs Trinkwasser, fürs Tatsächliche. Kann man auch machen, grundsätzlich nicht unbedingt das Problem. Man muss dann eben bei der Leitungsstrecke in Kauf nehmen, dass möglicherweise Kalk wieder ein Thema ist. Womit wir auch letztlich bei dem Thema wären, was denn hartes Wasser unter Umständen auch den Leitungen antut und im Gegensatz oder im Gegenteil dazu dann aufbereitetes Wasser möglicherweise mit Leitungen wieder macht. Klang jetzt sehr kompliziert, aber ich will im Prinzip auf Folgendes hinaus. Wenn ihr Metalle noch in euren Trinkwasserleitungen habt, sei es hier Edelstahl oder Kupfer, habt ihr natürlich durch das dauerhafte Durchfließen von Trinkwasser mit hohem Kalkgehalt eine Ablagerung an den Rohrwandungen. Diese Ablagerungen führen auch dazu, dass diese Rohrwandungen dünner werden. Wenn ihr nun mit Verschnittwasser, also mit aufbereitetem Wasser, wieder durch die gleichen Leitungen lauft, habt ihr kalkarmes Wasser, welches sich, und das ist die Natur des Lebensmittels Trinkwasser, versucht, wieder mit Mineralien anzureichern. Also es wird den Kalk, den hier an der Wand von diesem Rohr befindlichen Kalk, wieder aufnehmen und von der Rohrwand wegnehmen. Was dann dazu führt, dass ihr am Ende eine zwar wieder kalkfreie Rohrinnenfläche habt, die aber möglicherweise eine geringere Dicke im Rohr hat. Und das kann im schlimmsten Fall dann tatsächlich dazu führen, dass ihr irgendwann Rohrbrüche bekommt. Deswegen gibt es, je nachdem, wenn man verzinkte, also Kupfer oder Edelstahl oder gar verzinkte Stahlleitungen hat, auch die Möglichkeit, noch ein Dosiermittel dazu zu geben, was quasi dafür sorgt, dass im Inneren dieses Rohres eine Schutzschicht entsteht und das Trinkwasser eben die Rohrwandung nicht angreift. Das ist aber im Zweifel dann wirklich einmal auch mit Zuhilfenahme des Labors von BWT dann zu klären, ob das notwendig ist oder nicht. Da können die mit Wasseranalysen einiges machen. Letztlich auch noch zu sagen ist das Folgende, das Wasser, was hier aufbereitet wird, hat am Ende, wenn man es denn so einstellen würde, tatsächlich unter einem Grad deutscher Härte. Man nutzt aber solch ein stark aufbereitetes Wasser nicht im Haus weiter. Man will noch einen Restgehalt Kalk und eben auch mehr Mineralien im Trinkwasser behalten. Es hat einen ganz praktischen Grund. Wenn ihr mal versucht habt, das geht mir in Holland im Ferienhaus immer so, wenn ihr mal versucht habt, mit 0 oder fast 0 Grad deutscher Härte euch die Haare zu waschen und das Shampoo wieder aus den Haaren rauszukriegen, werdet ihr feststellen, dass das unheimlich lange dauert. Und das hat tatsächlich den Grund, dass nicht genug Kalk im Wasser ist. Und mir fällt das in der Ferienhausanlage, wo wir hinfahren, immer wieder auf, wie lange ich da brauche, um meine Haare oder das Shampoo aus den Haaren zu bekommen. Also, man lässt eigentlich immer 4 Grad deutscher Härte auch hier durch, sogenanntes Verschnittwasser. Das heißt, die Anlage kann programmiert werden, wie viel Grad deutscher Härte das Ausgangswasser hier haben soll. Und das lässt man immer so auf 4 Grad, damit eben auch das Shampoo noch aus den Haaren geht. Genau, dann gibt es noch einen Grund, um euch vielleicht zu erklären. Ihr findet die Perla bei BWT und ihr findet auch eine Smart bei BWT. So heißen die Produktbezeichnungen. Aqua Perla oder Aqua Smart. Letztlich ist der Unterschied der folgende. Die Perla ist eine sogenannte Zwei-Säulen-Anlage. Und diese Zwei-Säulen-Anlage sorgt dafür, dass quasi lückenlos aufbereitetes Wasser an das Reizungsnetz abgegeben, als Wassernetz abgegeben werden kann. Die Smart ist eine Einsäulenanlage, das heißt, die hat nur eine Säule. Denn das Aufbereitungsprinzip ist im Wesentlichen das folgende. Das Wasser wird einmal aufbereitet über ein sogenanntes Regenerationsverfahren. Und wenn diese Regeneration läuft, wird in der Zeit eben kein aufbereitetes Wasser abgegeben, sondern normales Wasser, wenn man eine Einsäulenanlage hat, wo eben nur eine Säule zuständig ist für die Aufbereitung des Wassers. Und in einer Zwei-Säulen-Anlage kann man eben lückenlos Wasser zapfen.
Bei einer Einsäulenanlage gibt es also immer auch wieder Zeiträume, in denen normales Wasser durch die Leitungen fließt. Das ist der Unterschied. Und dadurch, dass es zwei Säulen gibt, ist eben entsprechend der Anschaffungspreis auch höher. Genau. Ihr könnt den Kalkgehalt eures Wassers durchaus selber testen. Es gibt so Tropftests, Wasserhärtetests oder auch so Stäbchen, die man reinstecken kann in jedem Haushalt. Grundsätzlich ist die Investition in eine solche Anlage irgendwas bei 2.500 Euro mit der Montage eine erhebliche, bisschen mehr noch? Ja, okay. Bei der auf jeden Fall. Bei der Perla, ne? Also irgendwas. Also kostet auf jeden Fall Geld. Das heißt, es macht nicht unbedingt immer Sinn, sich sowas anzuschaffen. Und da ist eigentlich so, sagen wir zumindest, bei einer Härte von unter 13 Grad deutscher Härte macht es eigentlich keinen Sinn. Wenn es mehr wird und insbesondere, wenn man wirklich Probleme hat mit verkalkten Oberflächen, dann kann man darüber nachdenken, weil es letztlich auch die Installation in eurem Haus schützt. Heutzutage sind die meisten, also ab den 90ern ungefähr, ist eigentlich immer so ein Kunststoffrohr verbaut worden. Wir hatten ja mal Mepla euch vorgestellt als Mehrschichtverbundrohr. Und hier ist das Problem des Abtrags von Rohrwandstärke aufgrund von Kalk oder fließendem Wasser eigentlich nicht mehr gegeben. Insofern ist die Frage, welches System nimmt man? Nimmt man eventuell noch eine Dosierung dazu oder ähnliches? Auch abhängig von eurer Hausinstallation. Genau, also das hier an der Stelle soweit zur Perla, zu dem Thema Wasseraufbereitung. Da kann man noch wesentlich detaillierter darüber berichten und auch Expertenmeinungen zu einholen. Falls euch das interessiert, schreibt gerne drunter. Dann würden wir von der Firma BWT mal jemanden dazu holen, der dazu eben noch näher eingehen kann. Also, wenn euch das interessiert, gerne drunter schreiben und vielleicht auch ein paar konkrete Fragen schon direkt drunter schreiben, die wir weitergeben können, um auch zu diesem Thema Wasseraufbereitung mal ein Expertenvideo zu machen. Genau, an dieser Stelle, für diese Woche soll es das gewesen sein. Es tut mir fast leid, dass nichts zum Thema Wärmepumpe kam, aber ich hoffe, ihr werdet es verkraften. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Diese schöne Wand kann man jetzt hier ab sofort bei uns sehen, wenn man zu uns kommt. Und ja, für diese Woche, sagen wir, haben wir wieder was hier leistet, ein bisschen Content produziert. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Zusehen. Habt eine gute Woche. Nächste Woche Mittwoch, 18 Uhr, das neue Video von Haustechnik Vosswinkel mit einem neuen Thema. Vielleicht auch wieder nichts über Wärmepumpe. Wäre doch mal was. Alles klar, macht's gut. Der Jens reagiert nicht hinter der Kamera, deswegen, ich habe auf eine Reaktion gewartet, kam aber keine. So, genug gelabert. Liebe Leute, madet jod, bis nächste Woche. Tschö.